Oregao Renny on demand. Giant Tutor. Kleinen Moment. Hier. Eine Nation versteht man durch Hören ihrer Musik besser als durch Lernen ihrer Sprache. Das war heute in meinem Glückskeks drinne. Artikulation war leider nicht mit drinne, wie ihr bestimmt schon merkt. Was ist denn los gerade? Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Und ich denke, ich würde mal sagen, ohne groß die Worte zu verlieren, fangen wir direkt mal an. Ne? Wer bin ich? Das frage ich mich auch und mein Therapeut kann es mir leider auch nicht so oft beantworten. Und während ich hier schon mal die ersten Rooms cleare, was relativ leicht sein sollte, wollte ich... Meine Güte, was ist denn los? Moment, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, das ist, glaube ich, angemessen. Ah, so. Was wollte ich sagen? Achso, ja, genau. Hab's vergessen. Nee, natürlich, ihr werdet euch bestimmt schon gedacht haben, also Giant, sag ich, ja, und sagt ihr, ja, hast du nicht gesagt, dass du Binding of Isaac eigentlich relativ suchtest? Ja, ist vollkommen richtig. Ja, dann kannst du mir dann mal eine Frage beantworten? Dann sag ich, wenn das in meinem Bereich des Möglichen sich befindet, dann ja. Dann sagt ihr, ja, wenn du das suchtest, ne? Ja. Ja, warum hast du denn in letzter Zeit nicht hier megamäßig viel hochgeladen? Da kann ich euch sagen, liegt am Folgenden. Ich habe, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mich in Steam geedit habt, ich habe ja Skyrim mir geholt im Dezember. Und als ich das installiert hatte, da war ich also, wow, Skyrim hier, bestes Game ever, fucking shit awesome. Habe das wirklich verdammt viel gezockt, aber dann so... Die Motivationskurve, das Game zu zocken, ging dann stetig nach unten. Also ich war nicht mehr so überzeugt von dem Game, muss ich sagen. Und jetzt habe ich's, wann war es? Vor 2 Tagen, glaube ich, nochmal gezockt. Und ich muss sagen, doch, mittlerweile bin ich wieder ziemlich angetan, weshalb ich eben auch ziemlich viel Skyrim gezockt habe in letzter Zeit. Und was dann noch hinzukam, war, dass ich diesen Gegner übrigens nicht mag. Dass ich... Könnt ihr gerne mal nachschauen auf YouTube. Vash12349 habe ich wieder angefangen zu schauen. Und der hat mit The Solid Moose ein Resident Evil 6 Co-op Playthrough macht er zurzeit. Und ohne Scheiß, das ist so scheiße lustig. Ich kann es euch nur empfehlen, schaut gerne mal rein. Vash12349 Resident Evil 6 Co-op Playthrough. Das ist wahnsinnig genial. Und ja, daran habe ich mich eben auch wieder verirrt in letzter Zeit. Aber... die Zeiten sind vorbei. Jetzt wird fucking wieder aufgenommen und gefailt, so wie ich das gerade sehe. Was macht eigentlich das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hab's einfach mal eingesetzt. Aber wie gesagt, Vash12349, super YouTuber auf Dailymotion. So. Den hätten wir dann gleich geklärt. Na, shit. Wunderbar. So, nur noch das kleine Blag da unten, dann haben wir's. Und Cube of... Das finde ich verdammt oft in letzter Zeit irgendwie. Cube of Meat. Ich drücke aus alter Angewohnheit immer die ganzen Cutscenes und Boss-Introduction-Dinger weg. Das sollte ich, glaube ich, langsam mal wieder unterlassen. Macht der Angewohnheit. Ja. Wollen wir uns mal... Let's take care of this shit. Ah, sorry. Ich habe ja, wie gesagt, gerade meinen Glückskeks vorgelesen. Und ich kann nicht sagen, chinesisches Curry, ey. Delicious. Okay, an sich, asiatisches Essen ist OP, aber... Chinesisches Curry, ich sag's euch, ey, das ist das neue Schwarz. Oder das neue maximal pigmentiert. Huh. So. Oh ja, perfekt. Ich will da rein. Ah ja, was ich sagen wollte, ihr habt's ja gehört, in meinem Glückskeks... Mann, was ist los? In meinem Glückskeks stand ja hier von wegen, man versteht eine Nation besser, wenn man sich ihre Musik anhört, anstatt die Sprache zu lernen. Vielleicht verstehe ich dann auch den Sinn von der Existenz von Lil Wayne. Weil, ne? Ich meine, ich verstehe ihn nicht, aber wenn ich mir seine Musik vielleicht mal anhöre, dann kommt vielleicht YOLO, YOLO, swag that shit fucking ash oder sowas. Wer weiß, vielleicht verstehe ich dann Lil Wayne, wenn ich mir seine Musik anhöre.
Obwohl ich das, glaube ich, nicht tun sollte. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin großer Rap-Fan, aber japanischen Rap natürlich. Ich mache ja auch selber übrigens japanischen Rap, wollte ich nochmal kurz anmerken. Könnt ihr gerne mal auf meinem Channel nachschauen. Ich mache vielleicht jetzt gerade so eine kleine Einblendung hier. Mega Epic Music. Check it out, yo. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich bin für Feedback auf jeden Fall gerne zu haben. So. Ich glaube, ich werde gleich nochmal ganz kurz hier die Binding... Ja, Moment. Ich mache mal eine ganz kurze Pause. Tut gar nicht weh. Okay, wie gesagt, tat gar nicht weh. Ich musste mal die Seite wieder aufrufen, nur habe ich das ein bisschen blöd gehandelt. Normalerweise habe ich Binding of Isaac links, also komplett links auf meinem Bildschirm justiert und damit ich dann eben die Seite auch ein bisschen größer machen kann, aber jetzt habe ich das Game komplett in der Mitte von meinem Screen. Deswegen ist es ein bisschen doof, aber ich weiß zumindest, was die Tarotkarte macht, die wir gerade gefunden haben. Und zwar spawnen wir damit Bigfoot und er macht dann Damage an einem bestimmten oder in einem bestimmten Areal beim Gegner. So, das ist jetzt meine Güte, diese Hupfdullen. Ah, ich hasse sie. Badabababa. So, ne? Gut. Ja, das läuft doch eigentlich ganz gut. Wobei ich lieber mal ein bisschen mehr Dingens hätte. Keys. Keys auch, ja, aber vor allem auch Hitpoints irgendwie. ich hätte mal den Raum da unten abclearen. Also den Special Room. Und dann können wir uns schon um den Zwischenboss wieder kümmern. Achso, Moment, ich habe ganz vergessen, den Sound hier hochzumachen. Kleinen Moment. Ja, das ist live. So. Okay. Oh ja, perfektes Mega-Item. Monstrous Tooth. Habe ich, glaube ich, bei meinem Let's Show gefunden. Nur da konnte ich es, glaube ich, nicht wirklich richtig einsetzen. War eine kleine Sacksau. Aber das wird sich diesmal ändern. Also der macht auf jeden Fall richtig heavy Schaden. Passt mal auf. Und wir haben jetzt eigentlich die perfekte Wombo-Kombo mit Bigfoot und eben Monstrous Tooth. Duke of Lies. Machen wir mal das hier. Bam! Okay, das ging schnell. Okay, gut. Mom's Coin Purse. Dann wird damit auch noch belohnt. Mittlerweile bin ich ja echt auch fast hier der Duke of Flies, so viel Fliegen, wie ich hier um mich habe. Und zweimal Luck up, ja, meine Güte, ey, da ist der Luck auf jeden Fall ab. Na, ich hab. Ich schneide mir einfach die Finger ab, wenn ich in einen Bossraum gehe oder wenn ich einen Raum cleare, ey. Das ist ja. Wenn ich einen Dungeon cleare, ist es ja eine Ebene. Ist ja abnormal. So. Perfekt. Perfekt! So. Mit denen komme ich zum Glück klar. Also diese größeren Spinnen, die sind dann schon eher irgendwie nerviger. Oder schon eher nervig. Die kleinen gehen noch. Na, solche Räume hasse ich ja wie die... Pest, ey, ich kann einfach nicht dodgen. Ihr habt da kein Gehen für. Ah. Einer meiner Albträume auf jeden Fall. Zumindest hier in Binding of Isaac. Ah, nee, kein Key. Lohnt sich nicht. Und den Key möchte ich dann, wenn wir ihn denn finden sollten, werde ich ihn auf jeden Fall für diesen Special Room aufheben. Warum sind hier so viele... Piece of... Bullspit-Räume. Fuck. Ah! Das schaffe aber auch nur ich, ey, dass ich bei sowas getroffen werde. Unter anderem. Ja, jetzt bleib mal stehen hier, Junge. Also, ich muss sagen, wenn die so in so einer hier Kette irgendwie sind, dann sind die ja ziemlich easy eigentlich, aber... Aber wenn er hier so zwei einzeln rumgimpt, ey, das geht auf keine Kuhhaut, ey. Yep. Nothing to do here. Dann holen wir uns mal das Herzchen am besten ab. Kann ja sein, dass wir jetzt irgendwie kaputt gemacht werden. Also bei meinem Glück würde mich das nicht überraschen. Aber wir sind zumindest schon mal in den Catacombs. Das heißt, den Cellar, den schaffe ich einigermaßen problemlos mittlerweile bei meinem Skill, der nicht vorhanden ist.
Aber man hat ja bekanntlich schon Pferde schon kosten sehen. Und ich warte ja immer noch auf den Part irgendwie, bei dem ich direkt schon im ersten Zeller irgendwie kaputt gehe. Das wird vielleicht auch noch kommen. Mich wird's nicht überraschen. Die könnten mal da links hinspucken. Ich glaube, da ist der Secret Room, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe 7 Bomben. Ich könnte da einen reinwerfen, aber... Nö, nö, nö. Wir sind... Obwohl, jetzt können wir es machen. Ich glaube, hier ist ein Secret Room. Fuck. So viel dazu. Männliche Intu... It's your... The fucking shit. Immer wenn man denkt, das kann schlimmer nicht mehr gehen, ey. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, wir lassen den Special Room mal aus und ich gehe dafür lieber mal ins, in den Shop, um mich da ein bisschen mit Hitpoints einzudecken. Das ist... gefällt mir gerade nicht. Ich meine, gut, wir könnten den Endgegner relativ, denke ich mal zumindest, relativ fix kaputt machen, wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle. Mit Monstrous Tooth eben, aber... Naja, wie gesagt, ich will es mal nicht provozieren. Und, ja, man hat ja schon Pferdekosten sehen. Bekanntlich. Ich nehme mal noch einen... Ja, okay. Das passt eigentlich. Hier haben wir noch einen Key, das heißt, wir können in den Special Room auf jeden Fall noch genüsslich ausweiten. Was ist das überhaupt? Chemical Peel Damage Up. Habe ich noch nie gehabt, muss ich sagen, das Item. Das ist First Time. Aber Damage Up ist immer großartig. Oh, und natürlich hier ein paar Bömmchen sind auch nicht verkehrt. Lass mal reinschauen hier. Das müsste, glaube ich, 1 und 1-3 sein, das hier. Genau. Ja, hat sich definitiv gelohnt. 9 Bombchen. Keine Ahnung, wie viel ich vorher hatte. Wahrscheinlich 8 oder so, aber... definitiv worth it. Okay, Boss Time. Catacombs 1. Das könnte jetzt schon ein bisschen fieser werden. Wen haben wir denn? The Husk. Ja, machen wir Monstrous Tooth und gucken wir mal. Ja, gut. So viel dazu. Hatte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ach so! Ach so, ich dachte... Ach nee, das war ja Fistula, der sich da zerteilt. Ich dachte gerade, das wäre der. Oh nee, gut, okay, dann bin ich zufrieden mit Monstro. Hast du gut gemacht. Kriegst einen Keks. Oder da... Oh, Dogfood, jawoll. HP ab, davon rede ich doch. So, wir könnten jetzt theoretisch in den Raum hier oben reingehen. Mach ich aber nicht. Also, da kann man sich ja Items kaufen... Na, ich hab schon wieder abgebrochen. Da kann man sich Items kaufen, wisst ihr ja bestimmt... indem man, da muss man allerdings kein Geld auf den Tresen legen, sondern sein Herzblut. Und je nachdem, wie geil das Item ist, desto mehr Herzen müsst ihr da eben dann dafür liegen lassen. Aber nö, den Raum, den meide ich. Hitpoints sind mir zu wichtig. Und mittlerweile bin ich ganz zufrieden mit den Hitpoints, die ich habe. Es sind die kleinen Dinge. Den lässt mich auch ganz gerne mal treffen. Aber nicht, wenn ich hier Man-Mode reinmache. Dann treffe ich auch nichts. Scheiße. Oh! Nervig. Aber wenn ich mich hier nicht treffen lasse, dann könnt ihr mich... Yes! Gerne King nennen. Ihr könnt es auch lassen. So. Da muss ich einfach mal ein bisschen selber pushen. Einfach immer von sich selber denken, dass man der Geilste ist, dann klappt das auch hier. Nach dem Motto gehe ich immer vor, you don't say. Ah, Mann, diese Schlüsselknappheit hier, da wäre es echt von Vorteil, wenn man Schlosser wäre, ganz ehrlich. Für solche Momente. Ah, die sind jetzt auch nicht wirklich das, auf was ich gewartet habe. Ah! Shit! Okay. Die Fliege, die bringt, erweist sich hier auf jeden Fall als nützlich, mehr oder weniger zumindest. Wobei sie immer, wenn ein Gegner vor mir ist, irgendwie die gerade hinter mir rumschwirrt. Das ist doch abgekartetes Spiel hier! Shit! Shit! Okay. Hit the brakes!
So. Boah, kann ich jetzt einmal einen hier kaputt whamsen? Das ist doch unmöglich. Immer drängelt sich da einer davor, ey. Einer nach dem anderen. So. Geht doch. Diese Jugend heutzutage ist unglaublich. Aber sowas hier ist ja easy. Wir machen ja mit einem kleinen C sowas. So, dich auch noch. Na, komm. Mach schon. Komm schon. Killer. So, jetzt ist die Frage. Bossroom, ja. Machen wir mal den Bossroom schon mal. Gertie. Mag ich nicht. Monstrous Tube. Der macht ja gar nichts. Okay. Das ist, wie gesagt, das, was mich... Oder was ist, wie gesagt, das nervt mich so ein bisschen an Gertie, dass er eben einfach so verdammt viel Schaden frischt. Und man irgendwie so das Gefühl hat, dass der überhaupt keinen Schaden nimmt so richtig. Oh, shit. Oh, shit, okay. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Aber auf jeden Fall auch einer meiner Hassgegner, weil, wie gesagt, der hält so viel aus, das ist einfach Wahnsinn. Shot Speed up. Perfekt. Aber natürlich möchte ich noch ein bisschen weiter exploren. Wir haben ja noch nicht den ganzen Dungeon hier ausgekundschaftet. Und es kann dann auch sein, dass wir eventuell einen Schlüssel finden und vielleicht noch zeitgleich den Special Room. Das wäre ja, wär ja Climax. Wie angesprochen. Schlüssel und dann auch noch der Special Room. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. So. Ja, perfekt. Wunderbar. So, was haben wir hier drin? Oh, Poison-Dings, oder? Ne, they grow inside. Ne, Speed und Range up. Okay, auch gut. Ich dachte, das wäre dieses Item hier, wenn man angegriffen wird oder getroffen wird, dann spawnt eine Fliege. Ah. Aber wir sind ja verdammt schnell. Oh, shit. Okay, Nummer 1. Na, komm, komm. Platz! Sehr gut. Hat auch noch. So. Die schon wieder. Ey, mit denen hat das Game aber gerade, ey. Fliege? Jawohl, wunderbar. Das war richtig gutes Timing. Teamplay. Fuck. Trotzdem getroffen worden. Traurig. Ja, schauen wir nochmal hier links. Ich provoziere es, glaube ich, gerade ein bisschen, aber... Man-Mode! Ja, alles safe, alles safe, alles safe! Yes! Und noch ein Yes! Und auch noch ziemlich viel Kohle, das ist... Das ist natürlich wunderbar, ja, das ist ja super. Da hätte ich auch ein bisschen mehr gerechnet, das war jetzt so... Naja. Vielleicht nächstes Mal. Aber wir hatten ja vorhin noch ein weißes Herz gefunden, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das genau gehandelt ist, aber... Wir werden gleich sehen. Wenn wir jetzt in den nächsten Room kommen, dann könnte es ja sein, dass wir da noch ein Herzchen dazu bekommen. Bin gespannt. Hm. Tor 1 oder Tor 2? 2. Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. HP ist immer gut. So, dann mal auf Richtung nächste Ebene. Weiterhin auf der Niveauskala, weiter nach unten. Wobei irgendwie Monstrous Tooth, glaube ich, nur in den ersten Katakomben und im Cellar wirklich anscheinend effektiv zu sein scheint. Kommt auch auf den Gegner an. Wie gesagt, Gertie frisst einfach viel, aber gegen Gertie war das ja echt nicht so der Bringer. Oh, jetzt müssen wir, glaube ich, auf Mom treffen, ne? Ja. Das müsste jetzt Mom sein. Necropolis One. Ja, hier verkacke ich immer. Ja, so einen Raum kann ich noch clearen, das ist kein... So einer auch. Okay, jetzt heavy. Okay. Aber wir haben zum Glück Speed. Yes! Need for Speed mal anders. Und gut, aber zur Fairness halber muss man auch sagen, dass der Raum ziemlich leicht war. Also von den Gegnern her zumindest.
Aber war eine kleine Herausforderung für mich. So eine kleine Schwangerschaft war es schon. Ja, das ist jetzt auch wieder geil hier. Wir dürfen halt jetzt bloß nicht hier irgendwie... bloß nicht irgendwie, Dingens werden. Ah, fuck. Wie heißt das Wort? Gestresst, genau. Das ist ein totales Fremdwort für mich. Wie ihr ja schon ein paar Mal gemerkt habt. Ah, lass dich lieb haben. Lass dich zärtlich umgarnen. Genauso. Genauso will ich das sehen hier. Na, hallo? So, geht doch. Hat sich gelohnt. So, wie machen wir das jetzt? Gut. Oh, yes. Angetäuscht den Profi. So. Jetzt hätte ich schon... Nee, ich komme mit dem nicht klar. Ich weiß nicht, wie ich den... Nee. Fuck. Nicht? Genau das meine ich, ey. Ich hasse das. Lass das! Ne! Holy shit, okay. Das haben wir. Yes! 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 Und nicht getroffen worden. So sieht's aus. Wow! Ganz ruhig. That escalated quickly, wie man so schön sagt. Meine Güte, Balls Mode, ey. Bei den Kollegen. Mach mal langsam da. Alter, wie ein Pornstar geht der ab, der Typ hier. Holy shit! Das habe ich irgendwie schon kommen sehen, dass ich in so ein Drecksvieh noch reinrenne, ey. Das ist ja echt mit einer der nervigsten Charaktere hier, diese Drecksfliegen, ey. Man unterschätzt die auf jeden Fall. Ja, das kann ich. Das kann ich. Könnte ich. Ah! Fucking shit! Ich glaube, das war's für uns. Moment. Trap. Fuck. Hat super geklappt. so viel auch zum Thema Trap. Nee. Nee. Ah, okay. Okay, Trap. Perfekt. Mehr oder weniger zumindest. Müssen wir nur darauf achten, dass das Vieh nicht direkt... Jawohl, in uns explodiert, wollte ich sagen. Oh! Das wird nochmal verdammt knapp! Trap. Fuck. ich muss auch so ein bisschen hier langsam mal die Fliege mit einberechnen, glaube ich. Okay, Little Steve haben wir jetzt auch noch. Wir haben wieder keinen Key, das ist... Ich hoffe mal, der spawnt jetzt hier ein paar Herzen oder einen Key oder sowas. Nicht gut genug. Und wir bewegen uns jetzt Richtung Endboss. Mit nichts an HP. Ah, Moment, ich hab ne... Da wollte ich eigentlich gar nicht rein jetzt, scheiße. Okay, fuck! Das müssen wir jetzt hinkriegen, ob wir wollen oder nicht. Beast Mode! Fuck! Gut. Komm, wir haben Movement Speed up the ass. Das ist doch wohl zu schaffen hier. Yes! So, was ich machen wollte, ist nach links zu dieser komischen Maschine zu gehen und da nochmal ein Bömmchen zu legen. Vielleicht haben wir ja da noch irgendwie Hitpoints oder so. Außer wir müssen da die Stacheln überqueren. Gefällt mir nicht, muss ich sagen. Hab. Ah, shit. Okay, der assistet uns ja quasi jetzt mehr oder weniger auch. Was von Vorteil ist. Ah, dann treffe auch. Ne? Gut. Noah!
Oh, ich dachte schon, das war's. Da, ja, da würde ich ja jetzt schon gerne hinkommen, ne? Ja, da geht das nicht. Okay, das war's, glaube ich. Also gegen die Typen habe ich... Da wurde ich bisher immer mindestens einmal getroffen. Oder wir bleiben einfach hier in Bewegung. Nee. Okay. Okay. Yes! Oh. Heavy. Kann ich auch mal Health kriegen? Fuck. Aber ich krieg grad hier wirklich Money und Kisten verschlossener Bomben kriege ich, aber keine Keys. Ich schau grad nochmal auf die Map. Es gibt aber wirklich keine Möglichkeit. Ja, so on. Gerade einen, mit dem ich ja so absolut überhaupt gar nicht klarkomme. Ich habe bisher einmal gegen den gezockt und ich habe einmal und ich habe verschissen. Also ich habe es geschafft, aber das hat mich halt, das hat halt Jahrtausende gebraucht dafür. Uah. Und ich weiß auch nicht wirklich, wann der jetzt auf mich zudasht und wann nicht. Nee, fuck! Das war irgendwie klar, dass das passiert. Aber ich muss sagen, trotzdem, wir haben uns trotz einem halben Herz irgendwie relativ lange im Game gehalten, finde ich. Also hätte ich nicht gedacht. Und hat vielleicht bei euch auch wieder mal ein bisschen für Nervenkitzel gesorgt. Das war zumindest, ich glaube, Runde Nummer 2 von Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ich will gar nicht so viel labern, denn ich denke mal, ich mache direkt einfach noch eine Runde hinten dran. Das heißt, es gibt 2 Parts für euch, also der und dann am nächsten Tag wahrscheinlich direkt noch wieder einen. Also freut euch auf die nächste Session und in diesem Sinne ein Shit Today Shimmers.